Und weiter geht's mit dem alten Trip. Ravnica's Treue. Wir gehen langsam, langsam zurück. Langsam. Ganz langsam. Und nicht in großen Schritten. Und nicht in die guten Sets. Wir haben Viscopa Vampire. 3-3-1 Lifelink. Nicht schlecht. Das ist ja deutsch. Lebensverknüpfung sehe ich jetzt erst. Rampenlicht Unhold. 1-1-1. Wenn er stirbt, fügt er einem Ziel eurer Wahl einen Schadenspunkt zu. Speerspucker, 1-0-2 Verteidiger, tappen. Jeder Spieler kriegt einen Schadenspunkt. Jedem Spieler, vor allem auch euch selber. Was zur Hölle? Gedankenzerfall, 3-Mana, Spontanzauber. Ihr neutralisiert einen Zauberspruch und der Beherrscher legt die obersten 3 Karten auf seinen Friedhof. Sauroform Hybride, 2-2-2 mit 6-Mana, adaptieren 4. Also, ihr könnt mutieren. Heißt es nicht mutieren? Ne, mutieren war was anderes. Was heißt denn nochmal adaptieren? Egal, Monstrositäten. Genau, Monstrosities. Saruli, Behüterin, 1-0-3, Defender, tappen. Ihr tappt eine ungetappte Kreatur und kriegt dann Mana-Blieger Farbe. Hübsch. Greif des Senats, 4-3-2 fliegen. Wenn ihr ins Spiel kommt, Hellsicht 1. Beharrliche Bittsteller, okay. 2-1-3, Menschberater. 1-tappen, ein Spieler eurer Wahl legt die oberste Karte seines Decks in seinen Friedhof. Ihr könnt 4 ungetappte Berater tappen und ein Spieler legt die obersten 12 Karten in seinen Friedhof. Dein Deck darf eine beliebige Anzahl an beharrlicher Bittsteller enthalten. Oh cool, damit würde ich gerne ein Commander-Deck bauen. Rakdos Medaillon, 3-Artefakt, tappen für ein schwarz oder rotes, für 4-Mana tappen, opfern, zieht ihr 2 Karten. Bohreinsatz. Diese Namen, der Rakdos. Ich liebe die Rakdos für den Namen. 3-Hexerei mit Spektakel. Also wenn der Gegner Schadensgefühl bekommen hat, könnt ihr das für ein schwarzes spielen. Ein Spieler an der Wahl zeigt die Hand seine Karten offen vor. Und ihr dürft eine Nichtlandkarte davon bestimmen, der wird abgeworfen. Gildenmagier des Syndikats. 2-2-2. Für 2-Mana tappen, tappt ihr eine Kreatur mit Stärke 4 oder höher. Und für 5-Mana tappen. Und der fügt einer Kreatur oder einem Gegner oder einem Planeswalker 2 Schadenspunkte zu. Schwarz-Grün nicht schlecht. Schwarz-Weiß. Galoppierender Echsenfrosch. 5-3-3 Trampelschaden. Wenn ihr ins Spiel kommt, könnt ihr beliebig viele +1/+1 Marken von Kreaturen, die ihr kontrolliert, entfernen. Falls ihr das tut, legt ihr doppelt so viele +1/+1 Marken auf den. Und unsere Rare ist Sphärenhafte Absolution. 6-Mana Verzauberung. Kreaturen, die ihr kontrolliert, kriegen +1/+1. Kreaturen, die dein Gegner kontrolliert, erhalten -1/-1. Das ist gut. 4-Mana, schicke eine Karte deiner Wahl aus einem Friedhof eines Gegners Exil. Das ist auch ziemlich gut. Falls es eine Kreaturenkarte war, erzeuge einen weißen 1-1 Geister, also ein 2-2. Die Karte ist gut. Die Karte ist gut. Ich war gerade schon simmig, was? Oh, wir haben eine Rare. Zap McKinn. 2-Mana Hexerei, opfere als zusätzliche Kosten diesen Zauberspruch zu wirken, eine Kreatur. Ne, 2 Kreaturen sogar und ziehe 3 Karten. Ja, da ist noch der Geist für das. War ein cooles Pack. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksade. Ciao, ciao.